Mein Zeitgefühl war so gut wie ausgeschaltet. Aber die bravianische Armbanduhr sagte mir, dass ich mich inzwischen seit etwa einer halben Stunde nur noch kriechend fortbewegte. Die 38. Stunde war lange vergangen und die Uhr zeigte inzwischen eine normale Zeit von 1.24 Uhr an. Selbst wenn diese verräterischen Rebellen mir nicht meinen schwindenden Vorrat an Gesundheit gestohlen hätten, wäre er wohl inzwischen längst aufgebraucht gewesen. Andererseits wäre ich dann wohl noch nicht in einem derart miserablen Zustand gewesen. Meine Haut stand in Flammen. Mein Magen wurde immer wieder von Krämpfen geschüttelt. Mein Atem rasselte wie ein Haufen verrosteter Ketten, die bei einem Metallboden geschleift wurden. Und aus meiner Nase, meinen Ohren, meinen Augen und sogar aus den Poren meiner Haut lief Blut. Am schlimmsten aber war die Schwäche, die von mir Besitz ergriffen hatte. Eine Schwäche, die inzwischen selbst das Kriechen zu einer übermenschlichen Herausforderung machte. Mein verschwommenes und von Doppelung verwirrtes Sichtfeld richtete sich einmal mehr auf die bravianische Uhr. Ohne sie und ihren Richtungspfeil, der mich durch das Höhlengewirr leitete, wäre ich vollkommen verloren gewesen. Sie würde mich zu diesem Ongradin bringen. Jenem Mann aus Andradron, der mich nach Rixas Aussage mit neuer Gesundheit und mit unmenschlichen Aufträgen versorgen würde. Zwar konnte ich die Entfernung zu meinem Zielort, die eigentlich auf meiner Uhr angezeigt wurde, nicht genau erkennen, da die darauf angezeigten Zahlen zu klein waren, um sie mit meinen erkrankten Augen zu lesen. Jedoch, das hoffte ich zumindest, konnte es nicht mehr allzu weit sein. Als ich zuletzt auf die Uhr gesehen hatte, von meiner verhängnisvollen Rast im Rebellenlager, hatte diese behauptet, dass das Portal nur noch etwa 2 Kilometer Luftlinie entfernt liegen würde. Allerdings bedeutet Luftlinie in einem verwinkelten unterirdischen Höhlenlabyrinth nicht allzu viel. Und hinzu kam, dass diese Entfernung für jemanden in meinem Zustand eine ganz andere Herausforderung war als für einen gesunden Menschen. Wie weit war ich wohl in der letzten halben Stunde vorangekommen? 100 Meter? 200 Meter? Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich selbst dieses Schneckentempo lange würde halten können. Wären die Schmerzen dafür nicht viel zu stark gewesen, hätte ich mich am liebsten vor Erschöpfung auf den Boden gelegt und geschlafen. Aber so? Wie schafften es diese verlogenen Rebellen überhaupt doch nur ein Nickerchen zu machen? Eines war mir durchaus klar. Auch wenn mein Geist zunehmend von Schmerz und Verzweiflung oder, was ich nicht hoffte, von einer unbekannten Krankheit verwirrt und eingetrübt wurde. Wenn mich jetzt jemand fand, könnte ich mich nicht wehren. Natürlich würde er oder es mich nicht töten können. Aber war das wirklich eine Gnade? Was, wenn man meine Beine abhacken würde? Oder meine Arme? Was, wenn man mir Augen, Nase, Ohren, Zunge oder sogar die Haut entfernen würde? Was, wenn man mich jeglicher Sinne und jeglicher Ablenkung beraubte und mein ganzes Dasein auf den reinen Schmerz reduzieren würde? Ich war mir fast sicher, dass es in Hieronanin genügend Verrückte gab, die an so etwas Freude hatten. Und dann gab es ja auch noch die Bakteroiden und die siechenden Flechten. Auch wenn ich mich so elend fühlte wie noch nie in meiner gesamten Existenz, so war ich mir doch bewusst, dass man hier unten immer noch kränker werden konnte. Dafür hatte ich, weiß Gott, genügend Beispiele gesehen. Wahrscheinlich würde ich eine solche Bedrohung nicht einmal kommen sehen. Meine Augen wurden mit jeder verstreichenden Minute schlechter und unzuverlässiger. Und ich konnte inzwischen kaum mehr erkennen als den groben Verlauf der verwinkelten Höhleneingänge. Wurde ich blind? Löste sich meine Netzhaut bereits ab? Ich wusste es nicht mit Sicherheit, hielt es jedoch nicht für ausgeschlossen.
Wieder einmal kochte die Wut in mir hoch und befeuerte die Gedankenspirale, die sich wie eine Endlosschleife in meinem Kopf abspulte. Wie hatte mich Gavin ja nur in diesen Hort gewissenloser Verräter führen können? Selbst wenn sie selbst so krank war, um ihr das Fläschchen zu entwenden, musste sie doch gewusst haben, was ihre Kumpanen vorhatten. Und vielleicht, ja, vielleicht war sie auch gar nicht so krank, wie sie tat. Vielleicht hatte sie das alles schon die ganze Zeit über geplant, während ich Idiot wie ein treuer Dackel neben ihr hergelaufen war und ihre Drecksarbeit gemacht habe. Inzwischen war ich zu der Überzeugung gelangt, dass die Rebellen nicht wirklich besser waren als Eriksa und ihre Schergen. Und Eriksa hatte mir, wenn auch aus Eigeninteresse, bisher als Einzige wirklich etwas gegeben. Sie hatte mich geheilt und mir das Fläschchen Gesundheit geschenkt, ohne zu verhehlen, dass sie dafür eine Gegenleistung erwartete, während mich Gavenia und ihre Freunde mit ihrem falschen Idealismus geblendet und benutzt hatten. Sollte ich es irgendwie schaffen, wieder auf die Beine zu kommen, würde ich ihnen schon zeigen, was ich je von ihrer Gastfreundschaft hielt. Unglaublich, dass ich mich wegen dieser Leute schuldig gefühlt hatte. Plötzlich spürte ich trotz Schmerzen und Fieber wie die Waffe an meiner Hand, der ursprüngliche Wohnort des Quang Grong, vibrierte. Zuvor hatte sie das nie getan. Wollte mir der Geist in meinem Inneren etwas mitteilen? Bist du etwa nicht zufrieden mit mir? Mit meinen Gedanken? Röchelte ich und war schockiert, wie schwach und brüchig meine Stimme klang und wie sehr mein Hals bei jedem meiner Worte schmerzte. Trotzdem sprach ich weiter. Weißt du was? Töte mich doch einfach, wenn du nicht zufrieden bist. Übernimm diesen verdammten Körper und schau, was du damit anfangen kannst. Es wird bestimmt ein wahres Vergnügen. Ein Teil von mir erschrak zutiefst darüber, dass ich tatsächlich einen fremdartigen, womöglich dämonischen Geist, einen spirituellen Parasiten dazu ermutigt hatte, meinen Körper zu übernehmen. Gleichzeitig wünschte sich der Rest von mir genau das. Die totale Auslöschung. Einen endgültigen und ungetrübten Frieden in der Existenzlosigkeit. Keine unerträglichen Schmerzen mehr, kein Verrat mehr, keine Sorgen mehr. Aber für diese Wünsche, ob vernünftig oder wahnsinnig, interessierte sich der Quang Grong offenbar kein Stück. Weder spürte ich, wie mein Geist zerfetzt wurde, noch wie mein Bewusstsein verblasste. Eine seltsame Mischung aus Enttäuschung und Erleichterung stieg in mir auf. Na gut, hustete ich hervor. Dann eben nicht. Aber wenn du nicht das Steuer übernehmen willst, dann komme auch mit dem klar, was ich bin. Und was ich nicht bin. Ich bin nämlich kein Fußabtreter für Menschen, die mein Vertrauen missbrauchen. Der Quang Grong antwortete nicht. Nicht einmal durch ein erneutes Zittern der Waffe an meiner Hand. Anscheinend wollte er weiterhin beobachten, einschätzen, analysieren. Ich hasste dieses Wesen, wie ich gerade so ziemlich alles hasste, während meine Hände und Unterschenkel sich nach wie vor wie die Pfoten eines erlahmenden Tieres über den rauen Höhlenboden bewegten. In diesem Moment wünschte ich mir fast die verfluchten Maschinengärten von Dankwa zurück. Für eine unbestimmte Zeit kroch ich weiter voran, versuchte mir immer weiter abnehmenden Sehvermögen zu erkennen, welche der vielen Verzweigungen Tunnel ich nach der Meinung des Richtungspfeils auf meiner Uhr nehmen sollte. Dann plötzlich fuhr eine ungeahnte Welle aus Schmerz durch meinen ganzen Körper. Die zuvor schon schlimmen Markenkrämpfe explodierten wie eine Bombe und dehnten sich in meinem gesamten Körper aus. Meine Arme, meine Beine, meine Lunge und sogar meine Füße und Hände brannten, als hätte man sie in flüssiges Feuer getaucht, und die Schmerzen an meinem Kopf wurden mit einem Mal derart heftig, dass ich den Eindruck bekam, dem konzentrierten Angriff eines ganzen Bataillons von Bohrern zum Opfer zu fallen.
Gleichzeitig wich sämtliche Kraft aus meinen Gliedern und eine sinnesverzehrende Übelkeit peinigte mich zusätzlich und sorgte dafür, dass ich Schwall um Schwall an stinkender Magensäure auf den Höhlenboden erbrach, bis es schließlich nichts mehr gab, was ich noch erbrechen konnte. Die Krämpfe jedoch trotzdem nicht aufhörten. Ich will sterben! Schrie, jammerte, flehte ich zwischen zwei trockenen Würgekrämpfen, während heiße, schmierige Tränen mein Gesicht benetzten. Oh mein Gott, bitte! Ich will endlich sterben! Das würde ich nicht zulassen, selbst wenn es ginge, sagte eine tonlose männliche Stimme, die von irgendwo über mir erklang. Ich versuchte mit aller Kraft den Kopf zu heben, wobei ich das Gefühl hatte, einen Berg allein mit meinen Halsmuskeln anheben zu müssen. Ich schaffte es nicht ganz, erblickte aber zumindest gepflegte Schuhe und eine dunkle Anzughose. Wer? Dachte ich noch heraus, bevor ein weiterer Krampf das Sprechen unmöglich machte. Als dieser Krampf langsam abebbte, spürte ich, wie seltsam flexible, leicht gummiartige Finger mich unter dem Kinn packten und meinen Kopf nach oben zwang. Von dem Gesicht, zu dem diese Finger gehörten, konnte ich wegen meines Zustandes nicht sonderlich viel erkennen. Jedoch bemerkte ich durchaus, wie eine weitere Hand den Deckel eines länglichen Gegenstands, eine Flasche, entfernte und ihn an meine rissigen, von erbrochenen, verklebten Lippen führte. Was auch immer es war, es fühlte sich kalt und glatt an. Trink, verlangte die Stimme und ich öffnete gehorsam den Mund, bevor die nächste Welle quälender Übelkeit mich zwingen würde, mich erneut zu übergeben. Immerhin glaubte ich kaum, dass mich hier unten jemand vergiften würde. Helena konnte es mir kaum noch gehen. Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, schüttete der Mann einige Tropfen aus der Flasche in meine Kehle hinein. Sofort wusste ich, worum es sich handelte. Gesundheit. Oh, den Göttern sei Dank. Gierig schloss ich meine Lippen um das kalte Glas und versuchte sogar daran zu saugen, bevor die Flasche mir so brutal weggerissen wurde, dass meine Lippen weiter aufrissen und salziges Blut meine Kehle hinabrann. Das reicht, sagte die Stimme. Der Stoff ist wertvoll und mehr brauchst du davon nicht. Achte lieber darauf, dass du ihn noch im Magen behältst. Andernfalls werde ich dich hier liegen lassen und du kannst die Vereinbarung mit der Rixa vergessen. Sofort wusste ich, wovon er sprach. So als wüsste die Krankheit in mir, dass ihre Herrschaft über mich gefährdet war, trieb sie meine Gedärme zu einem weiteren schmerzhaften Krampf und versuchte so, die heilsame Flüssigkeit aus mir hinaus zu befördern. Ich kämpfte dagegen an, spannte die Muskeln an, atmete tief, konnte aber dennoch nicht verhindern, dass einmal mehr ätzender Magensaft meine Kehle hochschoss. In einer letzten Verzweiflungstat drückte ich beide Hände vor meinen Mund und presste zugleich die Lippen so fest wie möglich aufeinander. Der Geschmack von Erbrochenem war ekelhaft. Aber dennoch zwang ich mich dazu, es wieder hinunterzuschlucken. Ein weiteres Mal wurde meine Kehle verätzt. Dann aber spürte ich, wie die Übelkeit in mir langsam abebbte und auch meine Sicht wieder klarer wurde. Zum ersten Mal sah ich den Mann, der mir die Gesundheit verabreicht hatte, in aller Klarheit. Es war ein sehr großgewachsener, aber ziemlich dünner Mann von fast 2 Metern Größe, dessen Alter ich auf etwa 40 Jahre schätzte. Sein Gesicht war etwas länglich, wenn auch noch im Rahmen des Gewöhnlichen. Überhaupt wirkte er auf den ersten Blick wie ein normaler Mensch. Wenn nicht jene wurmhafte, übermäßig flexible Haltung und Fortbewegungsweise gewesen wäre, die mir schon während meines Besuchs in der Stadt Andranon bei den Einwohnern der Stadt aufgefallen war. Diese Eigenschaft war jedoch nicht das Einzige, was den Mann von einem normalen Konzernangestellten aus meiner Welt unterschied. Zum einen trug er das gleiche tropfenförmige Blutsymbol auf seinem weißen Hemd, das sich auch auf meiner Kleidung befand, und zum anderen hatte er eine auffällige, kreisrunde, kahle Stelle auf seinem Kopf, die in seiner ansonsten makellose Kurzhaarfrisur eingestanzt war wie ein Kornkreis und die ihm ein etwas mönchshaftes Aussehen verlieh. Auch seine fast vollkommen weißen Augen ließen ihn nicht gerade menschlicher erscheinen.
zumal sich in ihrer Mitte eine Pupille befand, in der sich eine verwirrende Vielfalt unterschiedlicher Grautöne vereinte, wie bei einem entsättigten Regenbogen. Vor allem aber trug er eine gläserne Halskette mit einem ebenfalls gläsernen Anhänger, in den etwas Gräuliches, organisch Wirkendes eingeschlossen war. Eine ähnliche Substanz verlief auch wie ein dünner grauer Faden in der Kette, an der der Anhänger befestigt worden war. »Du bist Ongrarin aus Andradon«, sprach ich jenen Gedanken aus, der mir sofort gekommen war, nachdem die Krankheit begonnen hatte, aus mir zu weichen. »Das stimmt«, sagte Ongrarin. »Und du musst der neue Ernter sein, den Eriksa angekündigt hatte.« »Der neue was?« »Der neue Ernter«, erwiderte Ongrarin und wirkte dabei äußerst genervt. »Hat Eriksa dir etwa nicht mitgeteilt, was deine Aufgabe ist?« »Doch, hat sie«, sagte ich und erinnerte mich wieder schmerzhaft daran, mit welchem Preis meine Rettung verbunden war. Und obwohl ich mich inzwischen beinahe wieder vollkommen gesund fühlte, versetzte mir dieses Wissen einen Stich. »Sehr gut, dann sollten wir keine Zeit mehr vergeuden. Der Vorrat an diesen hübschen Fläschchen«, er hielt die geleerte Pyramidenflasche in die Höhe, »geht so langsam zur Neige. Es sollte in deinem eigenen Interesse liegen, für Nachschub zu sorgen. Und es gibt dort draußen noch genügend saftige Körper, deren Gesundheit wir ernten können. Also lass uns endlich zum Portal aufbrechen.« Wie herzlos er über die Entführung und das Ruinieren der Gesundheit Unschuldiger sprach. Ich erinnerte mich wieder an das unheilvolle Ministerium für Wesensentkernung, welches in Andaron ansässig war. War das der Grund für sein fehlendes Mitleid? War er bereits entkernt worden, bevor man ihn nach Hyronan ihn geholt hatte? »Was ist? Habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt? Dann tue ich es jetzt. Wir gehen jetzt sofort gemeinsam zum Portal, oder du bleibst hier und wirst am eigenen Leib erfahren, wie es sich in Hyronanin ohne Gesundheit lebt. Einen kleinen Vorgeschmack davon hast du ja schon bekommen.« Das hatte ich durchaus. Also nickte ich nur, setzte mich in Bewegung und schloss zu Ongrarin auf, dessen wogende, schlangenhafte Schritte mich gleichermaßen faszinierten und ängstigten. Jedoch war und bin ich ein Fortgeschrittener. Und für einen solchen übt selbst die bizarrste Exotik einen besonderen Reiz aus, der letztlich jede Angst überwiegt. Da meine Gesundheit nun fürs Erste vollständig wiederhergestellt war, legten wir den Rest der Strecke zum Portal in relativ kurzer Zeit zurück. Jedoch ließ Ongrarin diese Zeit nicht ungenutzt verstreichen und versuchte unterwegs mehr über mich zu erfahren. »Warum warst du überhaupt in diesem jämmerlichen Zustand?«, fragte Ongrarin, wobei seine seltsamen Pupillen mich fast anklagend musterten. »Eriksa sollte dir doch genügend Gesundheit gegeben haben, um heil ans Ziel zu kommen. Mit dieser bravianischen Uhr an deinem Handgelenk sollte es sogar einem Neuling wie dir leicht fallen, den Weg zu finden.« Genau eine solche Frage hatte ich befürchtet. Da ich nicht wusste, wie gut dieser Mann es vermochte, eine Lüge zu erkennen, entschied ich mich, zumindest so nah wie möglich an der Wahrheit zu bleiben. »Rebellen haben mich gefangen genommen. Sie waren es auch, die mir das Fläschchen entwendet haben.« »Rebellen? So, so.« Und Gedarins Lippen verzogen sich zu einem höhnischen Lächeln, das wieder gewisse Zweifel an der Entkernung des Mannes aus Andradon aufkommen ließ. »Und wie habt ihr euch dann wieder aus den Fängen dieser Rebellen befreit?« Der Ton, den Ongrarin bei seiner Frage anschlug, gefiel mir gar nicht. Für einen grauenhaften Moment hatte ich den Eindruck, dass diese entsättigten Regenbogenpupillen jede meiner Lügen sofort aufdecken würden. Dann aber gewann ich meine Fassung zurück. »Das musste ich gar nicht. Nachdem sie bekommen hatten, was sie von mir wollten, haben sie gewartet, bis ich zu schwach war, um ihnen folgen zu können. Und mich dann einfach zurückgelassen, weil ihnen die Vorstellung gefiel, wie ich, ein Günstling von Eriksa, schwer krank und allein durch Hyronanin irren muss. Sobald sie verschwunden waren, habe ich dann, so gut ich konnte, versucht, mich zum Treffpunkt durchzuschlagen. Ich konnte fast sehen, wie Ongrarins Gehirn arbeitete und er meine Worte genauestens abwog. Dabei sah ich, wie feine knisternde Blitze von seiner Kette in das organische Etwas in seinem Medaillon und wieder zurückführten.
Das sieht Ihnen ähnlich, sagte er schließlich und wirkte dabei deutlich weniger misstrauisch als zuvor. Anscheinend hatte meine Lüge ihren Zweck erfüllt. Mir fiel ein Stein vom Herzen, aber ich bemühte mich, mir das nicht anmerken zu lassen. Weißt du, wo sich ihr Lager befindet? Fragte mich der Schlangenmann. Reflexartig versuchte ich, wahrscheinlich in Erinnerung daran, dass Garvenia und ihre Freunde mich zumindest anfangs gerettet hatten, die Rebellen zu schützen. Ich weiß nicht genau, ich war schwer krank und begann ich und dachte mir dann, warum eigentlich? Diese Leute haben mich immerhin verraten. Aber ich habe zumindest eine ungefähre Vorstellung davon, wie sie aussieht. Schloss ich und beschrieb ihm die Höhle so genau ich konnte. Leider sind sie aber wie gesagt inzwischen fort. Das macht nichts. Sie wechseln ihre Aufenthaltsorte zwar andauernd, aber es gibt immer wieder Punkte, zu denen sie zurückkehren. Das war vielleicht einer davon. Damit hast du uns und unserer Sache sehr geholfen. Ob ich mich darüber freuen sollte, wusste ich nicht. Meine Sympathie für die Rebellen war inzwischen auf einem Tiefpunkt angelangt. Das bedeutete jedoch nicht automatisch, dass ich Rixa und ihren Schergen besonders wohlgesonnen war. Gern geschehen, sagte ich trotzdem. Wahrscheinlich konnte es nicht schaden, mit ein wenig Höflichkeit aufzutreten. Immerhin war ich fürs Erste von Ongradins Wohlwollen abhängig, wenn ich nicht bald wieder als krankes Wrack über den Höhlenboden kriechen wollte. Nichts anderes wird von Dienern verlangt, erwiderte Ongradin mit unüberhörbarer Arroganz, die mich umso mehr verwunderte, da Ongradin ja ebenfalls ein Lakai der Gesunder war. Der Blick seiner seltsamen Augen wanderte zu der Waffe an meiner Hand. Wie es scheint, bist du jedoch ein besonderer Diener. Ein Quang Grong wohnt in dir, nicht wahr? Davon hatte Rixa gar nichts erwähnt. Davon konnte sie auch nichts erwähnen, da ich ihn erst unterwegs gefunden habe, sagte ich, wobei mir schon beim Sprechen auffiel, wie durchschaubar diese Lüge war. Zum Glück bohrte der Mann aus Andraron in dieser Sache nicht weiter nach, sondern runzelte lediglich skeptisch die Stirn. Dafür tat er etwas Unerwartetes. Seine schlangenhaften Arme schossen vor und packten mich grob an den Schultern. Dann sprach er in einem herrischen, ruppigen Ton jene Worte, die ich schon von Garvenia gehört hatte. Erkläre dich, Quang Grong. Von welcher Art bist du? Wie zuvor verlor ich die Kontrolle über meine Stimmbänder und die Worte Quardini Zedachon Quadadianeta Quagrongidaftardo erklangen in einem tiefen Basston. Und Gradin nickte zufrieden, als der Quang Grong seine rituelle Erklärung beendet hatte. Ich werde nachlässig, sagte er selbstkritisch. Ich hätte dich direkt danach fragen sollen, als ich dich getroffen habe. Jedenfalls hast du Glück, ich muss dich nicht in den Verwahrer sperren, jedenfalls vorerst nicht. Was für ein Verwahrer? Fragte ich verwirrt und noch immer benommen von dem unangenehmen Gefühl, die Handpuppe einer fremden Macht gewesen zu sein. Das wirst du bald sehen. Wir sind in Kürze bei der Portalmaschine. Und sollte der Quang Grong sich irgendwann entscheiden, deine Seele zu vertilgen, wird auch er mehr über die Verwahrer erfahren, als ihm lieb sein kann. Und Gradin hatte nicht gelogen. Bereits wenige Minuten später erreichten wir am Ende eines langen, gewundenen Ganges eine große Höhle, die mir selbst nach all meinen aufregenden Reisen noch ein Staunen ins Gesicht zauberte. Viele der Höhlen in Hieronanin erreichten kaum mehr als eine Deckenhöhe von vielleicht 3 oder 4 Metern. Einige waren sogar so niedrig, dass man darin gebückt laufen musste. Diese jedoch erstreckte sich sicherlich 100 Meter oder mehr in die Höhe. Und das war nicht ihre einzige Besonderheit. Denn abgesehen vom Boden bestand dieser kugelrunde, gewaltige Hohlraum fast gänzlich aus einem milchig-weißen, halbdurchsichtigen Gestein, welches mich vage an Bergkristall erinnerte und in das in immer gleichen, etwa 2 Meter langen Abständen kleine blaue Kristalle eingelassen waren, die aus sich selbst heraus leuchteten und deren Licht sich wie austretendes Wasser bis in das Milchgestein hinein verteilte.
Ich musste an eine Sternwarte denken, die ich einmal mit meinen Eltern besucht hatte. Dort hatte man 10 des Sternenhimmels auf eine kuppelartige Leinwand projiziert und so die Illusion erlebt, sich mitten im Weltraum zu befinden. Mit dem mir verglichen war jenes Erlebnis jedoch ein schlechter Witz. Als ich mich endlich von der Schönheit dieser Wände gelöst hatte, fiel mir noch etwas anderes auf. Zum einen gab es in dieser Höhle weder Keimbeutel noch siechende Flechten, was ihr für Hyronanin-Verhältnisse beinahe einen sterilen Look verlieh, wobei mir natürlich nach wie vor bewusst war, dass die Luft wohl auch hier voller Krankheitserreger sein musste. Zum anderen gab es exakt in der Mitte der Höhle ein kreisrundes Tor aus einem bläulichen, mit fremdartigen Runen verzierten Metall, welches jedoch nicht aufrecht stand, sondern wie ein Whirlpool in das Gestein eingelassen worden war. In dem Tor gab es kein sich bewegendes Plasma, wie man es vielleicht aus Filmen oder Serien wie Stargate kennt. Es wirkte vielmehr vollkommen leer, wenn man von einem geisterhaften Hitzeflirren absah, welches sich immer wieder in der scheinbar leeren Luft zeigte. Dennoch wusste ich genau, dass es sich hier um das fragliche Portal handelte und das, obwohl es eigentlich noch viel zu weit entfernt war, um irgendwelche Details davon erkennen zu können. Trotzdem war ich genau dazu in der Lage. Entfernung schien an diesem Ort für das Sehvermögen keine Rolle zu spielen. Es war beinahe wie damals in Ich-Ching-Char, als ich jene bedrohlichen Rudel in den verwesten Ruinen der fremdartigen Stadt ohne Namen erblickt hatte. Prospektus, sagte Ongdarin, der meine Gedanken oder zumindest meine erstaunte Miene gelesen zu haben schien, erklärend. Hier an der Portalmaschine sind die Naturgesetze instabil. Es gibt auch Zeiten, an denen du dich schwebend fortbewegen kannst und andere, an denen du vor lauter Schwerkraft kaum vom Fleck kommst. Auch Zeitanomalien können hier auftreten, jedoch selten mehr als ein paar Sekunden oder Minuten. Und ganz selten wird man auch zufällig von einem Ort zum anderen teleportiert. Es ist sogar möglich, dass du dich an der Höhlendecke materialisierst, was ziemlich unangenehm werden kann, wenn ich an jene Neuankömmlinge denke, denen das passierte. Ich jedoch hatte bisher Glück. Vor Staunen gelang es mir, noch nicht einmal das Wort an ihn zu richten. Komm mit, sagte Ongdarin grinsend. Ich will dir die Portalmaschine zeigen. Wortlos folgte ich ihm. In dem blauen Licht sahen seine wogenden Bewegungen sogar noch schlangenhafter aus. Und irgendetwas an ihm verstörte mich zutiefst. Es war wie eine Warnung aus den dunkelsten Tiefen meines Gehirns. Das Gefühl war nicht sehr stark, aber doch stark genug, um die fast magische Atmosphäre, die in dieser Höhle vorherrschte, zum Kippen zu bringen. Mit einem Mal wollte ich das hier schnellstmöglich hinter mich bringen. Als wir endlich das Portal erreicht hatten, fragte ich Ongdarin sofort nach seiner Funktion. Er nickte. Du kannst es wohl gar nicht erwarten, durch das Portal zu treten, was? Ist es die Lust am Leid anderer, an ihrem Flehen und Schreien und dem Anblick der zerstörten Existenzen, in die sie letztendlich verwandelt werden? Oder ist es einfach nur schnödes Heimweh nach irgendeiner Welt, in der Frauen und Belger auf dich warten? Wenn ersteres der Fall ist, hast du meine vollste Sympathie. Solltest du jedoch auf letzteres hoffen, da muss ich dich leider enttäuschen, denn das Portal bringt mich nach einer Stunde zurück, ich weiß, beendete ich seinen Satz, wobei seine grausamen Worte meine Sympathie für den Mann aus Andradon weiterschmälerten. Sehr schön, du hast aufgepasst. Eine hohe Tugend, wenn man sich so mit Eriksa unterhält. Aber das befreit dich nicht von der Pflicht, mir zu antworten. Was also ist deine Motivation? Ich überlegte kurz, dann antwortete ich so diplomatisch wie möglich, was mir bei einem Typen, der offen zugab, Spaß am Leid anderer zu empfinden, am klügsten erschien. Keines von beidem. Ich will einfach nur meinen Job erledigen und im Austausch dafür gesund bleiben. Und Gradin machte ein enttäuschtes Gesicht. Wie öde. Aber immerhin gehörst du nicht zu diesen sentimentalen Jammerlappen.
mit Pragmatikern lässt sich arbeiten. Wie funktioniert denn nun das Portal? Also. Er kniete sich vor das Portal und zeigte auf die Runen, die in den Rahmen eingeritzt waren. Es gibt insgesamt 51 verschiedene Runen. Jede erreichbare Welt steht für eine eigene Kombination aus einer oder mehreren Runen. Die Erde, deine Heimatwelt, wie ich anhand deiner Sprache und deines Aussehens vermute, hat zum Beispiel die folgende Kombination. Er berührte drei Runen, von denen eine wie eine etwas deformierte Fischgräte, eine weitere wie ein zerbrochener Doppelring und die letzte wie eine eigentümliche Variante des Buchstaben R aussah. Als er die Runen berührte, leuchteten sie in einem kirschroten Licht auf. Das Hitzeflimmern der Luft innerhalb des Kreises verstärkte sich. Ein nie gekanntes Heimweh erfasste mich. Zum ersten Mal, seit ich die schwarzen Seiten im Katalog geöffnet hatte, lag der Weg in meine Heimat direkt vor mir. Ich hätte wieder auf den wohlbekannten Straßen wandeln können. Ich hätte jenen Ort erneut bereisen können, an dem ich so viele Jahre lang gelebt hatte. Ich hätte wenigstens für eine Stunde meine Eltern wiedersehen können, die inzwischen sicher dachten, dass ich tot war, und ihnen beweisen können, dass dies nicht der Fall war. Vielleicht hätte ich ihnen sogar alles erklären können, auch wenn es natürlich nicht besonders wahrscheinlich wäre, dass sie meinen Berichten über die bizarren Abenteuer, die ich erlebt hatte, Glauben schenken würden. »Wie erreicht man einen bestimmten Ort in einer Welt?« fragte ich so neutral wie möglich. Ich wollte mir mein Heimweh auf keinen Fall anmerken lassen. Eine gute Frage. Wenn das Tor dies nicht zustande bringen würde, wäre es wohl nur von begrenztem Nutzen, was? Er holte kurz Luft. Ein Verhalten, das mir zum ersten Mal bei ihm aufgefallen war. Normalerweise atmete er dermaßen flach, dass man das Heben und Senken seines Brustkorbes kaum erkennen konnte. Zum Glück ist eine genaue Ortsbeschreibung aber möglich. Dafür verwendest du diese Runen. Er zeigte auf den äußeren und an den inneren Rand des Portals, in denen, wie ich jetzt erkannte, weitere geradezu winzige Symbole eingeritzt waren, die mir, trotz ihrer etwas fremdartigen Schreibweise, überraschend bekannt vorkamen. Längen und Breitengrade. Exakt. Der äußere Ring bezeichnet die Längengrade, die inneren die Breitengrade einer jeden Welt. Und somit auch deiner. Wenn ich die richtigen Koordinaten eingebe, könnte ich dich sofort nach Hause bringen. Er hob die Arme wie ein Magier, der einen Zauberspruch wirken wollte, ließ sie dann aber wieder sinken. Aber ich werde es nicht tun. Diesen Ort wirst du nicht aufsuchen, Pragmatiker. Zumindest vorerst nicht. Und darüber solltest du froh sein, falls dir etwas an deinem Nest liegt. Denn hier besuchen wir jede Welt nur, um zu ernten. Die Vorstellung, dass sich meine Eltern hierhin entführen und zu einem Leben als wandelnde Kranke verdammen müsste, bereitete mir auf eine Weise Übelkeit, die nichts mit Krankheitserregern zu tun hatte. Mit geübten, schlangenhaften Bewegungen deaktivierte der Mann aus Andradon alle Runen wieder, bis das Portal wieder scheinbar unberührt vor uns lag. In Kürze werde ich dir das Ziel für deine erste Mission einstellen. Doch zunächst möchte ich dir noch etwas anderes zeigen. Er bedeutete mir, ihm zu folgen und ging zielstrebig auf eine bestimmte Stelle an der Wand der Höhle zu. Erst aus der Nähe sah ich, dass sich dort nicht nur jene bemerkenswerten leuchtenden Kristalle befanden, sondern auch eine ganze Reihe weiterer Runen, die in langen Reihen mit exakt gleichen Abständen angeordnet waren. Die meisten, wenn auch nicht alle Runen, bestanden aus einem perfekten Kreis, in dessen Mitte und um den herum eine unterschiedliche Zahl von Punkten angeordnet war. Spontan vermutete ich eine Art von Zahlensystem dahinter. Was hat es damit auf sich? Fragte ich Ongedarin und zeigte auf eine der Runen. Nur Geduld, du wirst es gleich erfahren, sagte dieser mit einer leisen, fast rauchigen Stimme, die den Eindruck erweckte, dass er Spaß an dem hatte, was nun kommen würde. Er legte seine gespreizten Finger auf eine Rune mit 4 Innen- und 2 Außenpunkten, Nummer 24 womöglich,
und machte ein paar seltsame Drehbewegungen, so als wollte er das Schloss eines Tresors öffnen. Schließlich leuchtete die Rune in einem fahlen grünen Licht auf. Und mit einem hydraulischen Geräusch löste sich eine Art Schublade aus dem zuvor massiv erscheinenden Material, die mich ein wenig an jene Schubladen erinnerte, in denen in vielen Krimis und wahrscheinlich auch in Wirklichkeit, selbst wenn ich es dort nie gesehen hatte, die Leichen von Mordopfern aufbewahrt wurden. Wie sich zeigte, lag ich mit meiner Vermutung nicht so falsch. Denn der Körper, den Ongradin mitsamt der Schublade aus der Höhlenwand zog, war einer Leiche nicht eben unähnlich, wenn auch nicht unbedingt einer frischen und gut gekühlten. Der Körper, der in der Schublade lag, war ausgemergelt bis hinunter auf die Knochen. Gräuliche und zum Teil fast schwarze Haut, die von fast keinem Fettgewebe unterfüttert wurden, lag wie eine zerknitterte Decke über dem Skelett einer wahrscheinlich menschlichen Person. Das Geschlecht war unbestimmbar, obwohl das Wesen keine Kleidung trug, denn zwischen seinen Beinen hatte sich eine dicke Schicht aus Eiter, Schmutz, Blut, Gewebe und verschiedensten Körperflüssigkeiten gebildet. Das haarlose Gesicht war eine verkrustete, gebrochene Ruine aus Geschwüren, schlecht verheilten und unverheilten Wunden und aus dem lediglich ein blutverschmierter Mund und zwei blutunterlaufene Augen hervorschauten. Augen, die lebten. Augen, aus denen dickflüssige Tränen rannen und in denen ein ungläubiges Staunen lag, bei dem ich sofort erriet, dass es der Tatsache geschuldet war, dass sie zum ersten Mal seit endlosen Zeiten etwas anderes sahen als Dunkelheit. Die dürren Finger des Wesens versuchten sich zu bewegen, brachten aber nur ein schwaches Zittern zustande. »Was ist das für eine abgewackte Scheiße?« schrie ich jeden Anschein von Diplomatie und kühler Vernunft vergessend. Und Gradin grinste breit, während die Funken in seiner seltsamen Kette einen wahren Freudentanz aufführten. »Das, mein lieber, wohl doch nicht so pragmatischer Freund, sind die Verwahrer.« Nun begriff ich. Heißt das etwa, in diesen anderen Schubladen gibt es noch mehr? Noch mehr wie? Wie diesen Haufen Gewebematsch? Ach, durchaus. Manche von ihnen sind schon sehr lange hier drin. Allerdings befinden sich nicht alle in einem so erbärmlichen Zustand. Einige der Verwahrten sind erst seit wenigen Wochen oder auch nur Tagen in ihrem Verwahrer eingesperrt. Und andere haben zwar jeden noch so kleinen Rest ihres Verstandes eingebüßt, sind aber körperlich noch relativ mobil. Deswegen habe ich ihn hier ausgewählt. Bei ihm besteht keine Fluchtgefahr mehr. Wie um Ongradins Worte zu beweisen, versuchte die namenlose Gestalt ein weiteres Mal vergeblich ihre Chance zur Flucht zu nutzen und scheiterte dabei kläglich an ihren fast nicht mehr existenten Muskeln. Ein unverständliches, kränkliches Stöhnen entstieg aus ihrem Mund und trieb eine Wolke süßlicher Verwesungsgerüche in meine Richtung. »Wie ist sein Name?« fragte ich, auch wenn das wahrscheinlich keine Rolle spielte. Trotzdem hatte ich den Impuls, diesem armen Geschöpf so etwas wie Identität zurückzugeben. Wenigstens das. »Puh«, sagte Ongradin und machte ein nachdenkliches Gesicht. »Ich müsste in den Aufzeichnungen nachsehen. Obwohl, Joda, Johannes, genau, Johannes Kramer. Mein Gedächtnis ist wirklich exzellent.« Als der Mann seinen Namen hörte, blitzte plötzliches Erkennen in seinen Augen auf. Weitere der dicklichen Tränen quetschten sich aus seinen Augen. Ich vermutete, dass sie diesmal rein emotionale Gründe hatten. Wie lange mochte dieser Mann seinen Namen nicht mehr gehört haben? Was hat dieser Mann getan? Er hat sich gegen den Willen der Gesunder aufgelehnt und gegen meinen Willen, indem er versuchte, sich an den Gesundheitsvorräten der Portalhöhle zu vergreifen. Und wie lange ist er schon da drin? Wollte ich wissen, wobei ich selbst wenige Tage eingesperrt in diesem Verwahrer schon für eine viel zu harte Strafe hielt, egal für welches Verbrechen. Etwa 115 Jahre, sagte Ongradin so vergnügt, als hätte er gerade erfahren, dass ihm jemand ein gewaltiges Vermögen vermacht hätte. Das ist barbarisch.
Da fing Ongradin schallend zu lachen an, wobei sich die elektrischen Funken seiner Kette pulsierend mitbewegten und die graue Masse in seinem Anhänger anschwoll wie ein gespannter Muskel. Barbarisch, sag, mein empfindlicher Freund, hast du dich schon gefragt, ob ich im Ministerium für Wesensentkernung gewesen bin? Ich antwortete nicht. Und Gradin schien aber meine Antwort aus meinem Gesicht zu lesen. Natürlich hast du das. Du bist ein Fortgeschrittener. Die Neugier liegt dir im Blut. Rixer sagte mir, dass du nicht durch die Portalmaschine kamst, sondern einfach mitten aus der Luft erschienen bist. Und sie sagte mir auch, wie gefasst du die Andersartigkeit dieses Ortes und seiner Bewohner aufgenommen hast. Jemand, der einfach so aus seinem alltäglichen Leben gerissen worden wäre, wäre in Panik geraten. Nicht aber jemand, der die Welten wechselt und abstreift wie Schlangen ihre alten Häuter. Ich dachte wirklich, jene Kataloge seien längst alle verschwunden. Aber das scheint nicht ganz der Wahrheit zu entsprechen. Und falls ich mit meiner Vermutung recht habe, und das habe ich für gewöhnlich, musst du bereits in Andranon gewesen sein. Denn vor langer Zeit hatte man unsere Stadt in jene Kataloge aufgenommen. Und soweit ich mich erinnere, sogar ganz am Anfang. Tourismus, du verstehst? Ich sagte immer noch nichts, und bevor er weitersprach, schob Ongradin den mitleidenswerten Johannes Kramer zurück in den bergkristallartige Wand. Den Blick seiner Augen, während er für weitere ungezählte Jahre in der Dunkelheit eingeschlossen wurde, werde ich wohl niemals vergessen. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Andranon. Unsere wunderbare Mutter Andranon. Da du ein Fortgeschrittener bist, musst du sie auch gesehen haben. Es ist doch so, oder? Und Gradin sah mich erwartungsvoll an, und als ich wieder keine Antwort gab, verdüsterte sich seine Miene und die Blitze in seiner Kette bekamen einen rötlichen Schimmer. Antworte! Hast du die Mutter aller Städte gesehen? Hast du das Lebenszentrum der Andrine erblickt? Seiner Stimme schwang eine solche Autorität, eine solche Gefährlichkeit mit, dass ich ihm die erwünschte Antwort gab, bevor ich es überhaupt merkte. Ja, ich habe Andranon erblickt, aber nur kurz. Plötzlich wandelte sich Ongradins Stimmung wieder von Wut in unangebrachte Heiterkeit. Natürlich nur kurz. Andernfalls wärst du im Ministerium gelandet und dieses Gespräch hier wäre weitaus weniger interessant geworden. Das Ministerium für Wesensentkernung, sagte ich, und er schauderte ein bisschen, während meine Lippen jene düsteren Worte formten. Genau. Hast du eine Ahnung, wozu dieses Ministerium dient? Ich bin mir nicht sicher. Nur keine Scheu. Es gibt keine dummen Antworten, nur solche, die die Freiheit kosten. Er lächelte dabei, trotzdem war es unmöglich zu sagen, ob diese Drohung ein Scherz war oder nicht. Es riecht so nah bei den abscheulichen Verwahren. Nun gut, ich denke, dass einem dort die Seele genommen wird. Der freie Wille, die Individualität. Lege ich damit richtig? Exakt. Und warum glaubst du, geschieht das? Wegen Macht womöglich? Jemand will die Einwohner von Andaron kontrollieren, sie zu Sklaven machen. Nicht ganz falsch. Aber wahrscheinlich denkst du an einen solch finsteren Diktator, der unschuldige Bürger knechtet. Was nur natürlich ist, dass solche Dinge in deiner Welt immer wieder geschehen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Und welcher wäre das? Ihr Menschen seid von Natur aus tendenziell gut. Zumindest die meisten von euch. Ihr neigt zur Kooperation und zum Mitgefühl. Eigenschaften, die euch oft im Laufe des Lebens abhandengekommen, weil ihr eine Neigung habt, euch immer neue, völlig dysfunktionale Gesellschaftsmodelle auszudenken. Würdet ihr das erstmal hinbekommen,
würdet ihr wahrscheinlich in Frieden und Harmonie auf einem globalen Ponyhof leben und eine ewige Party der Liebe feiern. Er sagte dies mit einer eindringlichen Mischung aus Sarkasmus und Ernsthaftigkeit, die mich vollkommen in ihren Bann zog. Bei euch Menschen sind Mörder, Vergewaltiger und Psychopathen im Grunde Betriebsunfälle. Bei uns, Andrin, sind sie die Regel. Sobald unsere Kinder krabbeln können, versuchen sie, ihre ersten Insekten zu zerquetschen, ihre ersten Tiere zu quälen. Sobald sie greifen können, greifen sie nach Waffen, mit denen sie andere Wesen schaden können. Sobald sie laufen gelernt haben, schubsen sie ihre Mitschüler und Spielgefährten in Gräben oder von Brücken herunter oder versuchen, ihnen die Augen auszukratzen. Sobald sie das Sprechen erlernt haben, fangen sie an, Drohungen auszustoßen und Intrigen zu spinnen. Und spätestens, wenn sie in die Pubertät kommen, erwacht ihr volles Interesse an der Folter und am Experimentieren. Sie lernen, Gliedmaßen zu brechen, Nervenknoten zu finden, Haut abzuziehen und diverse technische Hilfsmittel zu gebrauchen oder auch zu konstruieren. Diese Lust am Schmerz anderer ist die größte Triebfeder für all unsere Forscher, Ingenieure, Künstler, Gelehrten, und sie ist und bleibt unser höchster Antrieb im Leben. Jene köstliche Lust übertrefft selbst die, die wir beim Geschlechtsakt empfinden. Und damit ist sie die heilige Grundlage all unseres Strebens, sagte Ongedarin voller Stolz und ohne auch nur einen Hauch von Scham in der Stimme. Ich musste wieder an jene Folterinstrumente denken, die in den Läden von Andalaron ausgestellt worden waren. Das ist grauenhaft, sagte ich von aufrichtiger Abscheu erfüllt. Wie kann so eine Gesellschaft überhaupt funktionieren? Nicht sehr gut, aber es geht. Wir Andrin sind nicht dumm. Wir wissen, dass wir ein Mindestmaß an Kooperation benötigen, um unsere Spezies am Leben zu erhalten, uns über das reine Chaos zu erheben und um die höheren Formen der Qualen überhaupt anstreben zu können. Die Freuden an roher, blinder Gewalt ist kurz und wird viel zu schnell schal. Viel schöner ist es doch, sein Opfer langsam zu quälen, es psychisch zu brechen und seinen Willen zu vernichten. Und auch das bereitet viel mehr Vergnügen, wenn es auf möglichst vielen Ebenen und in allen Konsequenzen versteht, was mit ihm geschieht. Wenn seine Fantasie und sein Intellekt ausreichen, sich die nächste Martha in den schillerndsten Farben auszumalen, und diesen inneren Film den realen Ereignissen hinzuzufügen. Auch ein gutes Opfer muss auf diese Rolle vorbereitet werden. Um all dies zu erreichen, braucht es Bildung, Familienstrukturen und ein Mindestmaß an Sicherheit. Wir haben klare Regeln, zu welchen Zeiten und unter welchen Bedingungen wir uns unsere Opfer bemächtigen dürfen. Und Familienmitglieder sind von körperlicher Folter ausgenommen. Wer dagegen verstößt, wird gnadenlos vernichtet. Wobei das auch nicht bedeutet, dass in unseren Familien die größte Harmonie herrscht. Es gibt andere Methoden, sich gegenseitig zu quälen, als körperliche Gewalt. Und Gedarin lächelte genießerisch, als hätte er gerade einen vorzüglichen Wein gekostet. Dann sprach er weiter. Lange hat unsere Gesellschaft sich auf diese Weise entwickelt. Und auf unserer Suche nach neuen Methoden der Martha haben wir auch von anderen Welten jenseits der unseren erfahren. Welten, die das Potenzial haben, unsere Spielplätze zu werden und die uns von der Notwendigkeit befreien könnten, uns gegenseitig zu quälen. Denn auch wenn wir gerne Schmerz zufügen, erleiden wir ihn selbst nur äußerst ungern. Und jeder von uns ist sein Leben lang zu der Angst verdammt, selber Opfer zu werden. Diese Völker, so dachten wir, würden uns endlich zu einer neuen Einheit führen, zu einer weiteren Entwicklungsstufe. Leider war es nicht so einfach, die Welten zu wechseln.
Ein Ärgernis, welches der Erfüllung dieser Träume stets im Wege stand. Immerhin konnten wir Kontakt zu einer Organisation namens Endless Horizons aufnehmen. Dieser Name elektrisierte mich sogar noch mehr als die düsteren Schilderungen des Antlin. Endless Horizons! Was weißt du über sie? Gibt es diese Organisation heute noch? Wie kann man sie finden? Sollte ich nun tatsächlich erfahren, wer hinter all meinen Abenteuern, hinter all den durchlebten Wundern und Albträumen steckte? Und Gradin schüttelte den Kopf und schleuderte damit all meine aufkeimenden Hoffnungen davon. Leider nicht. Ihre Spuren verlieren sich in der Zeit und die geschichtlichen Aufzeichnungen von uns Andrin werden jenseits der akribischen Niederschrift von besonders ausgefallenen Foltermethoden nicht sonderlich gewissenhaft geführt. Eines aber weiß ich zumindest. Die Verantwortlichen hinter Endless Horizons haben herausgefunden, wie man die Grenzen zwischen den Welten dauerhaft überwinden kann. Aber anstatt dieses Wissen zu nutzen, um sich Macht und Reichtum zu sichern, haben sie es für lediglich Spielereien verwendet. Auch wenn ich persönlich diesen Plan für ziemlich kindisch halte, ist es andererseits genau meine Art von Humor. Die Idee war, die gefährlichsten und dunkelsten aller Welten in einem Katalog zu bündeln und so neugierigen, von Fernweh erfüllten Narren, auch Fortgeschrittene genannt, den schlimmsten Horror-Trip ihres Lebens zu bereiten. Diese Kataloge wollten sie überall im bekannten Universum und in allen bekannten Dimensionen verteilen. Die Konzernleitung von Endless Horizons unterbreitete diese Idee unseren damaligen Führern und boten Antedanon einen Ehrenplatz ganz am Anfang der Kataloge an. Wir wogen zunächst einen Krieg, um uns die wahren Geheimnisse von Endless Horizons gewaltsam anzueignen und endlich frei durch den Raum reisen zu können, wie es uns beliebt. Aber wir entschieden uns, sie zunächst in Sicherheit zu wiegen, da sie fürs Erste sicherlich auf einen Angriff vorbereitet sein würden und akzeptierten deshalb ihren Vorschlag. Immerhin würden wir so wenigstens an einige frische Folteropfer kommen. Nein! Widersprach ich reflexartig jener Äußerung, die mir, wenn sie wahr wäre, jedwede Hoffnung auf das Erreichen einer schöneren, besseren Welt nehmen würde. Das kann einfach nicht stimmen. Die ersten Orte, die ich besucht habe, waren nicht alle schrecklich gewesen. Ich dachte dabei an jene verborgenen Plätze in meiner Heimatwelt, die auch oft eine geradezu atemberaubende Schönheit besessen hatten. Köder. Nichts als Köder, die euch Narren dorthin bringen sollen, wo der echte Spaß beginnt. Das glaube ich nicht. Glaub, was du willst. Oh, es ist schon spät. Wir müssen gleich an die Arbeit machen. Wenn du willst, erzähle ich dir doch das Ende meiner Geschichte. Und dann erkläre ich dir deine Mission. Möchtest du das Ende hören? Ja, sagte ich und dachte mir, dass mir jede Information auf meinem Weg helfen könnte. Auch wenn ich Dinge, die aus Ongedalins Mund kamen, besser genau prüfen sollte. Immerhin liebte der Mann es andere physisch, aber auch psychisch zu quälen. Warum also nicht auch mich? Wie du möchtest. Endless Horizons nahm unsere Stadt wie versprochen in ihre Kataloge auf und begann sie überall zu verteilen. Wie erhofft verirrten sich immer mehr arme Teufel in unsere Stadt, die wir gerne an der Gastfreundschaft in unseren Kellern teilhaben ließen. An denen wir mitunter ganz neue Techniken ausprobieren und in denen wir ungeahnte Dimensionen köstlichen Leids erwecken konnten. Teilweise waren so gute, so erfrischend unschuldige Opfer darunter, dass sich unsere Lust mehr und mehr steigerte. Schon nach wenigen Jahren schoben wir alle taktischen Überlegungen beiseite und beschlossen, das Unternehmen, das einen seiner Hauptsitze in unserer Welt aufgeschlagen hatte, einfach anzugreifen, die Geschäftsleitung zu entführen und sie zu foltern, bis sie uns alle Informationen zur Macht des interdimensionalen Reisens übergeben hätten. Dazu kam es jedoch nie.
Noch heute wissen wir nicht, woher sie genau kamen und ob diese Verräter von Endless Horizons ihre Finger im Spiel hatten. Aber Tatsache ist, dass sie kamen. Sie, die Kaadem. Gewaltige, zahllose, tentakelbewehrte Geschöpfe, die die Fähigkeit besaßen, sich eine beliebige Gestalt zu geben. Sie fluteten wie eine Welle über unsere Stadt, fegten unsere Verteidigung hinweg und unterwanderten unsere Heere und Führungsränge. Es dauerte nicht mal einen Tag, bis sie die Herrschaft übernommen hatten. Doch sie vernichteten uns nicht. Sie rotteten uns nicht aus. Warum, weiß ich nicht. Aber ich denke, es hat etwas mit Langeweile zu tun. Wenn man, wie auch die Kaadem, sehr lange lebt und große Macht hat, ist die Langeweile die größte Herausforderung der Existenz. Tote Gegner sind langweilig. Geknechtete sind interessant. Zumindest in diesem Punkt waren die Kaadem und wir einer Meinung. Anfangs lebten wir relativ unbehelligt weiter. Die Kaadem hockten in unseren Glaspalästen und Marterzentren und kümmerten sich nicht weiter um uns, solange wir nicht versuchten, uns gegen sie aufzulehnen. Also taten wir das auch nicht und gingen einfach weiter unseren Geschäften nach. Irgendwann aber begannen sie damit, das Ministerium zu errichten. Und sie bauten es nicht alleine, sondern zogen zu diesem Zweck Andrin ein, die für sie Steine schleppen und Baumaschinen bedienen mussten. Jede, die nicht gehorchten, wurden ausnahmslos hingeschlachtet. Als das Gebäude zuletzt fertiggestellt war, welches ganz offen als Ministerium für Wesensentkernung bezeichnet wurde, schmissen die Kaadem unsere Arbeiter hinaus. Wahrscheinlich wollten sie nicht, dass wir erfuhren, was sie im Inneren taten. Wenige Wochen danach schwärmten die ersten Autos aus, die nichts weiter waren als Kaadem, die sich jene Gestalt gegeben hatten. Sie reihten sich in den normalen Straßenverkehr ein, pflückten uns einfach von der Straße und zerrten viele von uns in das Ministerium. Viele versuchten zu fliehen, aber sie bekamen sie alle. Die, die zurückkehrten, waren verändert. Sie hatten kein Interesse mehr an Folter und reagierten nicht mehr auf Schmerzen, die man ihnen zufügte. Sie aßen ohne jedes Interesse, gingen jenen Arbeiten nach, zu denen sie die Kaadem-Fahrzeuge brachten, und schliefen stets zur gleichen Zeit ein. Sie zeigten keine Freude, keine Angst, keine Grausamkeit mehr, und wir begannen uns vor jenem Schicksal noch mehr zu fürchten, als davor im Folterkeller eines unserer Mitbürger zu landen. Aber die Kaadem waren schlau. Sie ernteten uns nicht alle und sie gingen auch nicht willkürlich vor. Sie holten uns immer erst dann, wenn wir das 30. Lebensjahr erreicht hatten. Bis dahin ließen sie uns unbehelligt unsere Kultur ausleben. Wenn du mich nach dem Grund dafür fragst, so denke ich, dass sie nicht allein die Lust am Quälen und Herrschen antrieb. Ich glaube vielmehr, dass sie verhindern wollten, dass unser Volk seine Praktiken auf andere Welten ausweitet. Wenn man so will, haben sie euch Menschen und viele andere Völker vor uns beschützt. Du solltest ihnen also besser dankbar sein. Und Gedarin ließ ein schiefes Grinsen sehen und sprach dann weiter. Wie dem auch sei, vor einigen Jahren war auch meine Zeit gekommen. Die Kaadem sammelten mich trotz meines ausgeklügelten Fluchtplans letztlich in einer schmalen Gasse ein und brachten mich in die pechschwarzen, von Schreien und Schatten heimgesuchten Gänge des Ministeriums. Den Anführer der Kaadem habe ich dabei nie erblickt. Über ihn kursieren verschiedene Gerüchte, wobei das am stärksten verbreitete jenes ist, wonach er selbst gar kein Kaadem sei, sondern einer anderen, gänzlich unbekannten Rasse angehört. Jedenfalls waren es Kaadem, die mich in die Entkernungskammer brachten, wo sie meinen Kopf ohne Betäubung öffneten und einige geschickte Schnitte an mein Gehirn vornahmen. Was sie dabei entfernten, war das hier.
Und Gradin zeigte auf jene graue Masse, die in seinem Amulett eingesperrt war. Kaum, dass sie es entfernt hatten, verlor ich jeglichen Antrieb, jegliche Ziele, jede Spur jenes dunklen Feuers, welches in jenem Andrin brennt. Ich erinnere mich zwar an jene Zeit, aber diese Erinnerungen sind kalt, steril, ohne jeden Geschmack. Trotzdem war ich nicht gänzlich empfindungslos. Ich empfand eine dumpfe, gleichförmige, ferne Ahnung von dem, was ich verloren hatte. Und sie machte die vermeintliche Seelenlosigkeit zur größten aller Martern. So groß, dass selbst ich nicht fähig gewesen wäre, so etwas einem meiner Opfer anzutun. Meine Zukunft wäre sicher die einer roboterhaften Arbeitskraft gewesen, wenn das Schicksal nicht eingegriffen hätte. Ein Schicksal, das in Form eines Ernters zu mir kam, den Rixa mir geschickt hatte. Auch wenn ich das zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste. Er hatte nicht nur mich selbst mitgenommen und die anwesenden Karim getötet, sondern auch meine Nartiane Re, den Sitz des Feuers, wie ich jenen Teil meines Gehirns nenne, den mir die Karim entfernt hatten, mitgenommen. Und Rixa, die mir aus irgendeinem Grund großes Potenzial erkannte, verband meine Nartiane Re wieder mit dem Rest meines Gehirns und fasste es in diese Kette ein. Natürlich hätte sie es einfach wieder in meinen Kopf integrieren können. Aber sie wollte sich meiner Dankbarkeit und Treue versichern, indem der Anhänger mich stets an das erinnerte, was sie mir zurückgegeben hat. Und ich war dankbar. Mein Antrieb kehrte zurück, genau wie meine geliebte Lust an der Folter, die ich jedoch fortan in die Dienste Rixas stellte. Wenn es überhaupt ein Wesen gibt, zu dem ich bedingungslos loyal bin, so ist es sie. Als er seine Schilderung beendete und für einen Augenblick wieder Stille in der großen Höhle einkehrte, wurde mir die Aussichtslosigkeit meiner Situation erst wieder richtig bewusst. Ich war gefangen in einer der grauenhaftesten Welt des Universums und abhängig von einer gewissenlosen Frau und ihrem foltergeilen Handlanger. Und die einzige Form der Opposition gegen diese Terrorherrschaft, die mir hätte helfen können, hatte sich als ein Haufen von Verrätern entpuppt. Ich war, wie die Engländer sagten, utterly fucked. Das war meine Geschichte. Nun haben wir wirklich genug getrödelt. Lass uns zum Portal gehen. Ich nickte knapp und während wir uns gemeinsam auf den Weg zur Portalmaschine machten, erklärte er mir meine Mission. Die Welt, die du besuchen wirst, nennt sich Zestralia. Es ist ein Ort, der von Schafen bewohnt wird. Zwar nicht im wortwörtlichen Sinne, jedoch sehr wohl im übertragenen. Dir wird selten ein friedlicheres Volk begegnet sein. Sie verbringen ihren Tag mit nichts weiter als Gesängen, Kopulation und Meditation. Etwas wie eine Kriegerkultur ist ihnen praktisch unbekannt und sie würden eher fliehen, als sich zu verteidigen. Da sie halb ätherisch sind und ihre Körper nur zum Teil in der stofflichen Welt existieren, liefern sie nicht besonders viel Gesundheit. Jedoch sind sie als Opfer ideal geeignet für Neulinge wie dich. Da sie so leicht zu ernten sind, lohnt es sich trotzdem, ihre Welt zu besuchen. Aber sei dennoch gewarnt. Einige von ihnen können sich tarnen. Und manche haben noch ein paar andere Tricks auf Lager, um sich vor uns zu schützen. Inzwischen hatten wir das Tor erreicht und Ongradin aktivierte mit geübten Bewegungsabläufen die richtigen Runen, bis die Luft im Tor wieder stärker zu flimmern begann. Zum Glück sind sie gnadenlos naiv und gutgläubig. Ich schlage vor, dass du ihr Vertrauen gewinnst und möglichst viele von ihnen um dich versammelst. Mit den Worten Rabit Dragit Granit aktivierst du das Tor für die Rückreise. Du kannst bis zu 10 Personen auf einmal ernten. Der Rest bleibt leider zurück. Also, bist du bereit? War ich das? War ich wirklich bereit, Unschuldige für mein Überleben zu opfern? Konnte ich wirklich so weit gehen, nur um diesem Monster und seiner Herren zu geben, was sie wollten?
Onkel Darin bemerkte mein Zögern und musste auch die Abscheu in meinem Gesicht gelesen haben. Versteh mich nicht falsch, sagte er zischend, wobei sein Schlangenerbe besonders deutlich zum Vorschein kam. Das war kein freundliches Angebot. Wenn du dich weigerst, sperre ich dich mit größtem Vergnügen in einen der Verwahrer und werde dich das nächste Mal in 1000 Jahren hervorholen, um dich einem anderen Handlanger zu zeigen, der sich dann hoffentlich zu benehmen weiß. Das war der Moment, in dem mir zum ersten Mal bewusst wurde, dass ich ganz allein mit Ongrarin in dieser Höhle war. In einer Höhle, in der es irgendwo Vorräte an Gesundheit geben musste und in der es vielleicht fürs Erste niemand mitbekam, wenn ich dieser aufgeblasene Arschloch einfach umnietete. Wenn ich ihn mit den Schattenstrahlen vollkommen kampf- und bewegungsunfähig schießen würde, um ihn dann anstelle eines dieser armen Teufel in einen Verwahrer zu sperren. Alles, was ich dafür brauchte, war die Kooperation des Quangrong. Denn unbewaffnet hätte ich wahrscheinlich kaum eine Chance gegen diesen durchtriebenen Mistkerl. Also flehte ich den Symbionten an, bettelte darum, dass er mir Zugriff auf die Waffe an meinem Arm gewähren würde. Aber er tat es nicht. Aus irgendeinem Grund tat dieser verdammte Bastard es schon wieder nicht. Was ist nun? Soll ich dein Verwahrer schon einmal vorbereiten? Fragte der Andrin mit einem diabolischen, genießerischen Lächeln. Er schien sich wirklich an meinen Gewissenskonflikt zu erfreuen, was mich nach seinen düsteren Schilderungen wohl auch nicht verwundern sollte. Dennoch zögerte ich noch einige Sekunden, bis ich mir selbst letztlich erfolgreich einredete, dass ich in dieser anderen Welt schon einen Weg finden würde, um dieser grausamen Order zu entgehen und die Leben der Einwohner von Cestralia zu schonen. Nein, ich werde gehen, sagte ich schließlich und sprang kurzerhand in das Tor. Manche Dinge musste man einfach hinter sich bringen. Ganz besonders die beschissenen.